Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu Bauch, Rücken, Schultern und Arme. Wir werden heute den ganzen Rumpf trainieren und die Arme. Also mach so mit, wie es für dich okay ist. Wir arbeiten rein mit unserem Körpergewicht. Also du brauchst keine Zusatzgewichte. Und wenn es mal nicht mehr ganz so geht, dann leg einfach Pausen ein. Wichtig ist immer die Aufrichtung, dass unsere Wirbelsäule in ihrer doppelten S-Krümmung ist. Dann können wir auch schön effektiv arbeiten. Und wir beginnen jetzt erst einmal uns etwas warm zu machen. Dazu stellst du dich hüftschmal auf und lässt deine Arme neben deinem Körper pendeln. So richtig locker, beginne erst klein. Und wir werden dann mit der Zeit auch ein bisschen größer. Also ganz locker. Becken stabil, Arme pendeln, Atem fließt. So richtig locker lassen. Dann natürlich auch etwas größer werden und deine Beine leicht in die Bewegung mitnehmen. Genau, hin und her, deinen Brustkorb mitdrehen. Atem fließt. Ganz langsam wieder zur Mitte einpendeln. Und ich komme ein bisschen zu dir. Auspendeln. Beide Arme jetzt einmal nach außen. Handflächen zeigen zu mir. Und dann lässt du die linke Hand oben, rechte unten öffnen. Und genauso andersrum. Und öffnen. Einmal rechts, einmal links oben. Ganz locker um deinen Körper herum pendeln. Schultergelenke. Mobilisieren, Schultergürtel. Ganz locker. Schau, dass deine Knie immer etwas durchlässig sind. Ganz leicht. Und dann lässt du deine Arme wieder unten, nimmst sie mal ganz nach oben, also einen Arm zumindest, versuchst die andere Hand hinten zu berühren und wechseln. Einfach einmal rechts, einmal links, in deinem Tempo. Vielleicht merkst du, es gibt zwei Seiten, eine, die geht besser, die andere geht nicht ganz so gut. Das ist meistens so. Nochmal wieder auflösen, entspannen, Hände fassen, Handgelenke etwas durchbewegen, die brauchen wir nachher auch. Ein bisschen. Und jetzt lässt du deine Hände gefasst und kreist um deinen Kopf rum, so weit, wie es für dich okay ist. Richtungswechsel, andersrum kreisen, Spannung in der Mitte. Und wieder zur Mitte zurückkommen, auslockern. Sehr gut, ein bisschen aufgewärmt. Jetzt nimmst du deine Daumen nach außen, deine kleinen Finger zueinander. Wichtig, haben wir gesagt, aufrecht stehen. Und mach ganz kleine Bewegungen nach hinten, den kleinen Finger zueinander, so weit wie du kannst nach oben, trotzdem aufrecht. Den oberen Rücken schon etwas spüren, Trizeps. Immer aus der Spannung herausarbeiten, nie ganz locker lassen. Noch 4, 3, 2 und löse auf. Entspann kurz, Arme zur Seite, so richtig
nach außen strecken und nach vorne ganz kleine Kreise ausführen. Wichtig ist immer, dass du im Nacken entspannt sein kannst. Wenn du das Gefühl hast, du verspannst dich, dann mach kurz eine Pause. Du solltest jetzt an deine Schultern spüren. Geht noch? Und Richtungswechsel nach hinten. Ganz kleine Kreise wieder. Es wird schon schwerer. Denkrück nochmal daran, deine Handgelenke umzubiegen, so richtig nach außen wegzuschieben. Wenn du deine Unterarme spürst, ist es schon gut so. Die Muskeln brauchen wir auch. Immer noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halte lang und lass kurz locker. Schüttel aus. Nimm deine Hände an deine Oberschenkel und jetzt gehst du mit deinem Oberkörper ganz gerade ein Stück nach vorne. Schultern bleiben hinten und richtest dich auf. Noch einmal nach vorne kommen und nochmal aufrichten. Nach vorne, gerade Rücken. Und beim nächsten Mal bleibst du jetzt hier vorne. Schultern sind tief, Arme gehen nach vorne. Deine Rückenstreckmuskulatur arbeitet, Daumen zur Decke. Spannung im Bauch und jetzt hackst du hier ganz kleine, schnelle Hackbewegungen. Spür deine tiefen Rückenmuskeln. Muss gar nicht länger sein wie 20 Sekunden. Und richte dich noch einmal auf. Löse deine Arme, kurz entspannen. Eine Runde noch, oder? Oberkörper nach vorne. Bauchnabel nach innen ziehen. Arme nach oben und hacken. Kleine, schnelle. Das ist jetzt kein Maximalkrafttraining für die tiefen Rumpfmuskeln. Brauchen wir wirklich wenig Kraftaufwand. Minimale Bewegungen im Rumpf. Noch 4, 3, 2, 1. Und lösen. Einmal aufrichten. Auslockern. Super. Jetzt gehen wir eins weiter und zwar in den Vierfüßlerstand. Wir beginnen mit der Übung, so wie sie leichter wäre. Du suchst dir deinen Schwierigkeitsgrad heraus. Hände unter die Schultern, Knie unter die Hüftgelenke. Hol dich aus den Schultern heraus und jetzt gehst du tief auf die Unterarme. Drück dich hoch und das Ganze auch mit der anderen Seite. Tief, tief. Hoch, hoch. Einmal mit rechts und einmal das Ganze mit links. Und wenn du das Gefühl hast, es geht ganz gut, übrigens die Mitte muss fest sein, dann kannst du jetzt deine Knie vom Boden lösen und ganz leicht über dem Boden schweben lassen. Gehst wieder tief, drückst dich hoch, gehst tief, also wie du willst. Knie am Boden. Oder in der Luft. Wenn in der Luft, dann wirklich ganz knapp über dem Boden in der Schwebe. Geht noch. Du kannst auch die letzten noch mal in der Luft machen, wenn du möchtest. Und absetzen. Kleinen Moment entspannen. Die Schultern ruhig auslockern. Da muss der Oberkörper ganz schön arbeiten, oder? Jetzt gehen wir eins weiter auf die Ellbogen. Jetzt dürfen die Handgelenke mal entspannen. Und zwar gehst du nach unten. Versuchst jetzt, deinen ganzen Körper auszustrecken. Wenn das nicht geht, lass deine Knie unten, aber versuch's ruhig.
Bleib hier und dann drehst du dich einmal auf die eine Seite, öffne den Arm, komm wieder zur Mitte und drück dich raus aus den Schultern und öffne. Versuch, wenn du unten bist, so ein Stück abzusinken, zieh dich wieder hoch und öffnen. Nochmal tief, Stück absinken, zieh dich hoch, klappt es und öffne. Für die Schultern tief sinken, hochziehen. Wenn es gar nicht geht, nimm deine Knie nach unten. Mach hier und dreh dich. Jawohl. Tief. Endspurt. Du merkst bestimmt deine Schultern, natürlich auch deinen Bauch und Rücken. Und ein letztes Mal tief und tief Knie absetzen. Entspannen. Die Schultern entspannen. Und dreh dich auf die Seite. Sehr gut. Jetzt kommst du ganz zur Seite und versuchst, deine beiden Beine auszustrecken. Das heißt, streck dich so richtig lang. Wieder Mitte holst du dir die Spannung. Die Hand stützt hier vorne auf. Und jetzt versuchst du, dich nach oben zu drücken, seitlich. Spür den Trizeps, aber spür auch deine seitliche Rumpfkraft. Hoch, der Arm darf hier am Boden entlang mit dem Handrücken hier ziehen. Komm nochmal hoch, atme aus und komm tief. Geht noch? Lass dein Becken senkrecht. Geht noch fünf. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eine noch. Und einmal hochdrücken. Entspannt auslockern. Eine Seite noch. Entspannen erstmal. Mach dich lang. Vielleicht sogar wieder den Beine ganz ausgestreckt. Den Handrücken am Boden, stütze dich hier vorne auf, gib mit dem Handballen schon mal Druck. Und jetzt bin ich gespannt, ob du auch unterschiedliche Seiten hast. Denk an die Körperspannung. Aktiv und los geht's, seitlich hoch. Mach nur weiter. Und dein Tempo. Noch fünf Stück. Wenn es nicht mehr geht, Pause. Fünf. Vier. Drei, zwei, einen noch und ablegen, hinsetzen, auslockern.
Sehr gut. Zum Sitzen kommen. Beide Fingerspitzen nach vorne zeigen lassen. Füße sind aufgestellt. Und jetzt ziehst du dich hier raus aus deinen Schultern. Das heißt, dein Brustbein heben. Stütz dein Gesäß vom Boden etwas ab und versuche, dich dann fallen zu lassen im Brustbein und bewusst hochzuschieben. Also es geht gar nicht darum, dass der Po jetzt hier oben ist. Versuch da oben dich rauszuschieben. Nochmal tief und raus. Schwer? Probier's. Gleich haben wir es geschafft. Wird schon heiß am oberen Rücken. Noch einmal. Und ablegen, Oberschenkel fassen, auslockern. Lass deinen Kopf ganz entspannt nach rechts und links fallen. Lass ihn auch erstmal liegen, den Kopf. Nimm deine Knie nacheinander zu dir ran und hol einmal rechts zu dir her. Streck dein linkes Bein, hol links zu dir her und streck dein rechtes Bein. Auch Nabel nach innen ziehen und knapp unterhalb vom Knie zu dir ranziehen. Kopf etwas anheben, wenn du möchtest. Jetzt darfst du ihn dir auch gleich nochmal stützen mit den Händen. Drück ihn ganz leicht in deine Hände. Und wenn du jetzt ausatmest, drehst du deinen Oberkörper Richtung Knie, Richtung Knie. Du kannst leichter machen, indem du einmal dein Knie anziehst und das andere Bein. Wenn du es im Rücken unangenehm spürst, immer einen Fuß am Boden lassen. Diagonal, Brustbein Richtung Knie. Und Atem natürlich, der fließt wieder. Für deine schrägen Bauchmuskeln. Kleine Veränderung, einmal strecken, federn, strecken, zweimal tief federn, tief federn, tief federn. Und trotzdem halten. Nur noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und geschafft. Füße nacheinander aufstellen und mal ausstrecken. Sehr gut. Lang werden. Fleißig, wirklich. In den Bauch atmen. Strecken und gähnen. Bauch und Rücken. Und Arme und Schultern haben wir gekräftigt. Lass deine Füße jetzt nacheinander aufstellen und lass die Knie, so wie sie sind, auf eine Seite kippen. Kopf zur Gegenseite. Nacheinander zur Mitte und zur anderen Seite.
nacheinander zur Mitte. Jetzt darfst du mit einem Bein dich nach oben ziehen. Zum Sitzen kommen, ganz egal wie du jetzt sitzt, möglichst gemütlich. Einen Arm nehmen wir mal rechts zwischen die Schulterblätter und mit links ziehst du den Arm ein Stück nach unten. Trizeps dehnen. Seite wechseln, andere Seite, zwischen die Schulterblätter, tief ziehen. Wenn es dir gefallen hat und du gern mehr Arme trainieren möchtest, dann gib einfach in die Suchzeile bei YouTube Gabi Fastner Arme ein. Dann müsstest du auf mehr Videos kommen. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, mach das, kostenfrei. Löse. Jetzt nimm deinen rechten Arm hoch, komm nach links. Beide Gesäßhälften unten, wechseln. Also abonnieren, unten und dann die graue Glocke drücken und dann auf alle klicken. Dann bekommst du immer mit, wenn wieder ein neues Video von mir auf YouTube geht. Kostenfrei. Halte oben, dreh dich auf eine Seite. Gerade Rücken, so weit wie es geht, drehen. Und nochmal wechseln. Und nochmal lösen. Jetzt, wenn du im Schneidersitz bist, kannst du, ohne auf die Knie zu gehen, dich rüberdrehen, also stell dein vorderes Bein auf, drück dich hier hoch und stütz dich gleich auf die Oberschenkel. Und dann kannst du langsam dich aufrollen zum Stehen. Locker dich nochmal ganz aus. Hände hinten fassen, Brustbein heben, deine Schultern so richtig schön aufdehnen. Lass locker, atme ein, atme aus, atme ein, atme aus. Bleib nochmal oben und natürlich hören wir ganz aufrecht auf, zieh die Arme zurück und mit dem nächsten Ausatmen entspannst du dich. Sehr schön. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, du spürst so ein bisschen deinen Rumpf, deine Schultern, deine Arme, Bauch und Rücken. Schon gut so. Wenn es dir gefallen hat, ich freue mich immer über ein Gefällt mir unten. Ich freue mich auch über einen netten Kommentar. Wenn du möchtest, kannst du meine Arbeit wertschätzen mit 2,50 Euro oder 5 Euro oder 10 Euro im Monat. Das kann man jederzeit auch verändern. Also man ist nicht auf lange Zeit gebunden. Wenn du magst, schau mir unter dem Video bei Steady deine Unterstützung. Dankeschön. Ich freue mich aber auch, wenn du ganz einfach so bei meinem nächsten Workout wieder dabei bist. Bis dann!